Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bildung und Teilhabe für alle Kinder in Mecklenburg-Vorpommern. Man könnte sagen, dass die Benennung dieses Themas durch die SPD-Fraktion ein absolut heuchlerischer Akt ist. Ich mache es allerdings nicht, denn die Diskussion heute hier in diesem Raum hat ergeben, dass die Benennung dieses Themas eine Selbstanklage der SPD an sich selbst ist. Denn die SPD ist hier im Land seit 1994 an der Regierung beteiligt. Und die Regierungsergebnisse der SPD sind ein absolutes Armutszeugnis für unser Land. Ich weiß aber auch, warum Sie das Thema hier benannt haben. Ihre Prinzessin, Frau Schwesig, hatte ja am 29. September im Bundestag große Worte geschwungen. Abgeordneter Köster, bitte unterbrechen Sie Ihren Redebeitrag. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf, weil diese Bezeichnung der Ministerin eine Negativbewertung darstellt. Da steht Ihnen nicht zu, hier sich so über Mitglieder der Landesregierung zu äußern. Mein Moment, Herr Köster. Herr Fraktionsvorsitzender Pasteur, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Darf ich fortsetzen? Bitte. Frau Schwesig hatte sich am 29. September, noch nicht lange her, zu der Situation der Kinder in Deutschland im Bundestag geäußert. Wozu sie sich nicht geäußert hat, dass hauptsächlich ihre Partei für die Situation der Kinder hier im Land verantwortlich ist. Und dann schauen wir uns doch mal ihre Gesellschaft an. In der Bundesrepublik Deutschland leben mehr als 2,5 Millionen Kinder in Armut. Hier in Mecklenburg-Vorpommern ist jedes dritte Kind von Armut betroffen. Hier in der Landeshauptstadt Schwerin sogar 38% der bis zu 18-Jährigen leben in Armut. Das sind die Ergebnisse Ihrer absolut katastrophalen Politik. Mecklenburg-Vorpommern ist dank Ihrer Politik das Armenhaus der BRD. Mecklenburg-Vorpommern ist das Niedriglohnland. Durch Ihre Politik, weil Sie auf fast allen Ebenen absolut versagt haben. In unserem Land, wir reden hier über Teilhabe von Kindern, nehmen die armutsbedingten Krankheiten von Kindern zu. Es hat jetzt eine Untersuchung gegeben, dass fast 50% aller Grundschüler an behandlungsbedingten Karies leiden. Und die Ärzte haben festgestellt, dass das im überwiegenden Maße bedingt dadurch ist, dass die Kinder in Armut leben und durch die Armut. Und Frau Schwesig sagt ja immer, gesundes Mittagessen. Alle Leute, die Hartz IV beziehen, können sich kein gesundes Essen leisten. Sie sind auf Nahrungsmittel angewiesen, die hauptsächlich unter absolut niedrigsten Bedingungen erwirtschaftet, erstellt worden sind. Sie reden von Gesundheit. Das ist eine Verhöhnung der Hartz IV-Bezieher. Ein Drittel der Kinder in unserem Land, der bis zu 13- bis 18-Jährigen, erleben mindestens einmal im Monat einen Vollrausch. Ich kann es verstehen, dass die Leute sich betrinken, weil ihre Politik ist einfach nicht mehr zum Aushalten. Kommen wir zum Ärztemangel. Es gibt in vielen Regionen unseres Landes mittlerweile noch nicht mal mehr Kinderärzte. Das sind auch die direkten Ergebnisse ihrer Politik. In der Stadt Uetorando, in Ueckermünde, gibt es keinen Kinderarzt mehr, und Ihre Politiker vor Ort verhindern es, dass sich dort ein Kinderarzt ansiedelt. In Grevelsmühlen, die NPD-Fraktion im Stadtrat von Ueckermünde hat beantragt, dass die Stadtvertretung sich dafür einsetzt, dass wieder ein Kinderarzt sich ansiedelt. Dieser Antrag ist abgelehnt worden. Und im Umkehrschluss bedeutet das, Sie sind nicht an die medizinische Versorgung der Kinder interessiert. Sie sind daran nicht interessiert. In Grevelsmühlen hat jetzt eine weitere Kinderarztpraxis geschlossen. Und die Reaktion der Politik? Schulterzucken. Sie sind absolut hilflos, meine Damen und Herren. Kommen wir zur Bildung. Sie heben ja immer die Bildung auf den hohen Rost. Die Unterrichtsqualität. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Niseri. Die Unterrichtsqualität in unserem Land sinkt laut den Fachleuten. Unzählige Unterrichtsstunden fallen aus. Und dadurch, weil an der Bildungsqualität hier im Land gespart wird, dadurch sinkt auch die Motivation der Schülerinnen und Schüler, überhaupt noch in der Schule vernünftig mitzumachen. Sie sorgen durch Ihre absolut katastrophale Bildungspolitik dafür,
dass die Schüler letztendlich am Bildungsinteresse mangeln. Dann kommen wir weiter. Herr Seidel, Sie können sich ja jetzt melden. Ihnen ist bekannt, dass durch Ihre Politik das allgemeine Niveau hier in den Schulen sinkt. Dann die miesen Schulabschlussquoten sind ja genannt worden. Ich komme zum Schluss. Jeder fünfte Schüler hier in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, ist ohne Abschluss. Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Bitte Sie, Ihren Platz wieder einzunehmen. Nicht Ihre Politik.